Kursgewinnverhältnis, Kursbuchverhältnis, Price Earning to Growth im Aktienbereich, Nominalrendite, Realrendite, Bond Returns und Cash Returns, Bond versus Equity im Rentenbereich und das Ganze noch gewürzt mit der Chartanalyse und dem Sentiment. Und auch im Fondsbereich gibt es die verschiedenen Parameter, an die wir uns gewöhnt haben. Also willkommen in der Welt der relativen Sicherheit durch das, was wir nutzen von gängigen Bewertungsparametern unserer etablierten Asset-Klassen. Nur eine geringe Auswahl von Kennzahlen und Möglichkeiten, eben unsere Assets, mit denen wir zu tun haben, diese zu bewerten. Und auch an diesem Morgen hier, willkommen aber heute Morgen eben genau in der realen Welt der Coin-Assets, auf der Suche nach plausiblen Bewertungsmethoden. Auf diesen Weg haben wir uns gemacht und so begrüße ich Sie, unser geschätztes Publikum und unsere geschätzten Interessenten zu diesem 13. Crypto-Talk von Donna Reuschel und der TIAM heute am 28.04.2023. Wir haben diesen Crypto-Talk, wie Sie ja alle wissen oder die meisten von Ihnen wissen, gekommen, um zu bleiben benannt. Aber was, welcher Gut, welcher Wert ist gekommen, um zu bleiben? Wir kolportieren das über Bitcoin und Ethereum, die neuen Coins, die neue Coin-Welt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vergleichen kann man manchmal einen Wert eines Codes mit einem Zugangscode zu vielleicht einer entsprechenden Leistung, nehmen Sie Netflix oder Amazon Prime Video. Sie verfügen über den Token beziehungsweise den Zahlencode, geben Sie ihn ein und erhalten eine Leistung dafür. Somit verkörpert dieser Token oder dieser Zahlenwert einen wirklichen Gegenwert. Bevor wir durchstarten an diesem Morgen und ich Ihnen gleich auch unseren Gast vorstelle, noch ein paar kurze Kennzahlen zur aktuellen Situation im Markt. Die Blockzeit beläuft sich auf 787.277. Die Bitcoin-Hashrate ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Das ist ja die Rate, die Rechenleistung im Netzwerk erbracht wird. Der höchste Wert war knapp 400 Exahash per Sekunde. Aktuell sind es 330, 335 und das sind beachtliche Zahlen. Wir haben eine Market Cap von 1,21 Billionen US-Dollar. Es gab auch schon andere Größenordnungen vor nicht allzu langer Zeit. Und die Mutter aller Blockchains, die Bitcoin-Blockchain, hat einen Markt-Cap-Anteil, eine Dominanz im Markt von 47,13%. Und die kleine Schwester, möchte man manchmal sagen, was natürlich sachlich gesehen Humbug ist, aber eben doch der wesentliche Coin noch im Markt ist Ethereum mit einem Market-Cap von 19%. Beide zusammen verkörpern damit 66% des Marktes. Man könnte sagen, absolutes Klumpenrisiko. Aber wir wissen, dass es gewaltige und wesentliche Hintergründe hat, dass das so ist. Ein Disclaimer noch vorab geschickt und der ist mir wichtig, immer wieder auch zu benennen, dass wenn wir hier über entsprechende Themen und auch Titelwerte sprechen, dass ich keinesfalls diese Benennungen, diese Themen in Richtung einer Empfehlung beziehen, auf eine Empfehlung beziehen, sondern es sind lediglich wirklich Informationen, Wissensvermittlungen, die wir Ihnen zukommen lassen wollen und so gesehen keine Kaufempfehlungen. Die Bildschirmpräsentation, wenn Sie noch nicht zugeschaltet sind, können Sie verfolgen unter www.csnstart.de und der PIN 080629. Ich wiederhole, www.csnstart.de. Die PIN ist 080629. Ihre Fragen oder Statements können Sie bitte sehr gerne in den Chat schreiben. Diese lesen nur wir drei Moderatoren, sodass Sie eben auch bitte Statements abgeben können, auf die wir auch versuchen werden einzugehen. Und wie immer auch gilt, Sie brauchen nichts mitzuschreiben. Im Nachgang erhalten Sie diese Präsentation, die wir Ihnen zeigen werden, die ein Bestandteil des Talks ist und natürlich auch diesen Talk aufgenommen, zugesandt. Ja, auf welche Tokens beziehen wir uns in diesem speziellen Umfeld? Wir haben mal die klassischen, den Bitcoin und auch diesen besagten, vorhin schon benannten Ethereum-Token mit einbezogen. Aber es ergibt sich in unserem Talk ohnehin in dieser Auseinandersetzung, in dieser Unterhaltung, in diesem Speak doch der ein und andere Titel. Ich möchte begrüßen sehr herzlich unseren Gast André Dragosch von Deutsche Digital Asset
GmbH in Frankfurt und möchte dich bitten, Dragos, dich ganz kurz, dich André, dich ganz kurz vorzustellen. Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung an dich natürlich, Frank, und auch an Donna Reuschel insgesamt. Und ich freue mich auch wirklich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Und ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Es war einmal vor langer Zeit, also insgesamt habe ich die letzten 10 Jahre im Investment Research vor allem verbracht, Portfolio Management bei verschiedensten Firmen rund um Frankfurt letztendlich, hatte auch Auslandspraktika gemacht in England. Aber letztendlich, wie gesagt, viel Zeit in Investment Research, Portfolio Management verbracht. Also kenne die traditionelle Investmentseite. Und was mich dazu bewegt hat, letztendlich im Bereich Kryptoassets zu gehen, ja, also speziell zu deutschen Digital Assets. Damals hießen wir noch Iconic Funds letztes Jahr, wir haben erst letztes Jahr rebranded. Aber was mich letztendlich dazu bewegt hat, war, ich habe mich da mit dem Thema privat seit 2014 schon auseinandergesetzt und wollte letztendlich diese private Leidenschaft auch irgendwo zum Beruf machen. Habe dann von ursprünglich Aktienresearch, Rentenanleihenresearch und Commodities FX, was ich damals auch gemacht habe als Cross-Asset Analyst zuletzt, mich dann wirklich komplett 100% spezialisiert und bin jetzt eben bei Deutsche Digital Assets Head of Research und für die Analyse von Kryptoassets und insbesondere Bitcoin zuständig. Genau. Und nebenher promoviere ich noch an der University of Southampton im Bereich Finanzgeschichte, habe auch jetzt mein Examen bestanden, also bin jetzt auch promoviert im Bereich Volkswirtschaft letztendlich. Und genau, das ganz kurz. Jawohl, das war diese Woche, haben wir gehört, und unser genau. Glückwunsch auch dazu, ganz frisch, also diese Prüfung bestanden. Und an der Stelle möchte ich auch dich, Carsten, vorstellen, der du ja im Kern der Know-how-Träger auch für unser Haus bist und letztendlich dich eben auch mit den volkswirtschaftlichen und teilweise auch betriebswirtschaftlichen Fakten auseinandersetzt. Meine Bitte an dich, für all diejenigen, die auch neu im Talk heute sind, dich selbst nochmal kurz vorzustellen und zu schildern, was du tust für uns, für unser Haus. Ja, sehr gerne. Nehme ich auch von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch, André. Die Volkswirte sind ja diejenigen, die alles im Blick haben. Also insofern genau richtig gemacht, finde ich. Ja, von meiner Seite auch eine ganz kurze Vorstellung. Ich bin Kind der Old Financial Economy, so drücke ich das immer aus. Also sprich gelernter Bankkaufmann, habe Volkswirtschaftslehre studiert. Das ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Habe die meiste Zeit meiner beruflichen Laufbahn im Bereich Vermögensverwaltung, Portfolio-Management und Asset-Management gearbeitet, davon die meiste Zeit auch bei Donner & Reuschel beziehungsweise bei einem der beiden Vorgängerbanken vor der Fusion und bin seit 2017 zuständig bei der Bank für das Thema klassische volkswirtschaftliche Analyse, bin Chefvolkswirt hier bei uns im Hause und ja, beschäftige mich eigentlich mit allem, was kapitalmarktrelevant ist. Und ich habe das eben schon mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, Volkswirte haben alles im Blick. Es liegt natürlich auch daran, dass einfach ja alles das, was wir erleben, im Grunde genommen um uns herum auf die Kapitalmärkte wirkt. Und im Moment haben wir dann noch ganz, ganz viele sehr, sehr fundamentale Veränderungen, Zeitenwenden, wie es viele nennen, geopolitische Entwicklungen, geldpolitische Entwicklungen, die wir so in der Historie noch nicht gesehen haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die kapitalmarktrelevant sind, die auch wirken, die auch auf die Kryptoassets wirken. Da können wir bestimmt jetzt im Laufe des Talks auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und insofern versuchen wir uns aus diesen ganzen Nachrichtenfluss einen Reim daraus zu machen und natürlich ein Stück weit auch eine Idee davon zu haben, in welche Richtung gehen denn Zinsen, Währungen, Aktien oder Kryptoassets in den nächsten Wochen und Monaten. Wie bin ich zum Thema Kryptoassets gekommen? Ich bin seit Jahren unterwegs und eins meiner regelmäßigen Tätigkeiten ist, Kapitalmarktausblicke zu veranstalten oder zu halten, Vorträge zu halten über die wesentlichen marktbeeinflussenden Faktoren. Und da ist mir in 2017 mal das Thema Bitcoin über den Weg gelaufen, im ersten Hype, wenn ich das mal so sagen möchte, in der ersten Kursspitze, die wir gesehen haben. Und habe einfach das Thema für interessant befunden, war mir relativ sicher, dass es gekommen ist, um zu bleiben, das Thema Kryptoassets oder Blockchain-Technologie und alles, was damit einhergeht. Und habe das als Anlass genommen, mich einfach tiefer damit zu beschäftigen, um nicht auf so ganz dünnem Eis zu wandeln, wenn ich nach dem Thema gefragt werde. Und ich muss sagen, da springt auch, wenn man anfängt, sich mal damit zu beschäftigen, so ging es zumindest mir, und ich glaube euch beiden auch, da springt relativ schnell meinen Funke über und das kann so ein kleineres brennendes Feuer werden, was dann auch nicht mehr ausgeht. Also sprich,
Es lohnt sich, finde ich, auch weil es einfach interessant und spannend ist, sich damit tiefer zu beschäftigen. Ja, Carsten, also vielen Dank nochmal da für diesen Überblick, den du uns gegeben hast. In der Tat, man ist nah am Rabbit Hole, muss aufpassen, dass man nicht hineinfällt und dem Ganzen verfällt. Aber die Rationalität besitzt du. Ich kenne dich da schon viele Jahre jetzt mittlerweile. Warum machen wir diesen Talk ganz schnell noch? Wir wollen Wissen vermitteln unseren Kunden, unseren möglichen Kunden und Partnern im Bereich von den Segmenten Financial Intermediaries, also insbesondere Asset Manager, Vermögensverwalter, Family Offices. Grundsätzlich ist das Ganze mal entstanden auf Basis auch eines Kundenkontaktes, den ich hatte. Und wir sind dadurch eben dann diesen Weg gegangen, dass wir meinten, es macht Sinn, Wissen zu diesen Themen zu vermitteln. Wir wollen nicht blank dastehen, wenn Kunden uns fragen. Und wir wünschen uns auch sehr und freuen uns sehr, wenn sie auch etwas mitnehmen können aus diesen Unterhaltungen und Austauschen. Ich möchte jetzt übergehen zu André und die erste Frage mal beziehen auf die Bewertungsansätze für Kryptoassets. So aus der Aktienanalyse kennen wir, wie ich vorhin schon kurz aufgegleist habe, sondern in Eckpunkten die verschiedenen Parameter. Aber bei Bitcoin und Co. läuft das anders. Und vielleicht gibst du mal einen ganz kurzen Abriss nochmal, wie du das Thema so aus deinem Ursprung angegangen bist und wie es heute umgesetzt wird. Dazu kommen wir später. Ich denke mal, wenn man sich jetzt die traditionelle Sicht anschaut, insbesondere Aktien, da hat man ja üblicherweise bei einem KGV, Schiller-KGV oder auch Price to Sales eigentlich immer das gleiche Prinzip. Man teilt auf der einen Seite in Fehler den Preis oder die Marktkapitalisierung der Aktie oder des Gesamtmarktes durch irgendeine Metrik, irgendeine fundamentale Metrik. Entweder sind das Gewinne, das sind Umsätze oder sonst irgendwas. Und eigentlich ist es bei Kryptoassets nicht wirklich großartig anders. Man hat auch wenn man sich jetzt Bitcoin oder Ethereum anschaut, man nimmt den Preis oder die Marktkapitalisierung letztendlich auf der einen Seite im Zähler und teilt ihn durch den fundamentalen Wert. Das kann jetzt marginale Produktionskosten sein. Das kann jetzt eine Netzwerkmetrik sein, ja, Netzwerkaktivität. Und dadurch kriegt man letztendlich ein Verhältnis von Preis und diesem fundamentalen Wert über die Zeit und kann darüber auch gut abschätzen, ist das Kryptoasset jetzt eher überbewertet, ist es unterbewertet, also attraktiv bewertet. Und ja, das ist letztendlich so das Prinzip, was man bei Kryptoassets anwendet. Also man kennt es eigentlich auch aus der Aktienwelt und man muss sagen, auch wenn es verschiedenste Arten gibt, ja, bei Kryptoassets, ich habe gerade eben marginale Produktionskosten und Netzwerkaktivität erwähnt, da gibt es auch viele andere Ansätze. Ich finde, bei Aktien ist es auch nicht so anders. Ne? Man hat halt, also ich sage immer, Schönheit und Bewertung haben eins gemeinsam. Ne? Die liegen immer im Auge des Betrachters, weil es ist immer relativ. Es gibt Metriken auch im Aktienmarkt, die sagen, oh, der Markt ist überbewertet, wie beispielsweise Schiller PI, ja, also Schiller KGV oder Price to Book, Preis-Buchwert-Verhältnis. Andererseits gibt es aber auch wieder Metriken, die sagen, die sind vielleicht, dass der Aktienmarkt günstig bewertet ist. Und so ist es auch bei Kryptoassets. Man hat Metriken, die sagen das eine, Metriken, die sagen das andere. Und unsere Idee, unser Ansatz ist eher zu sagen, wir gucken nicht auf die eine Bewertungsmetrik, weil die kann immer falsch liegen oder auch immer richtig liegen. Und unser Ansatz ist eher, wir schauen uns verschiedenste Metriken an und bilden uns dann eine informierte Entscheidung, ob der Markt oder das Kryptoasset jetzt insgesamt über- oder unterbewertet ist. Und das ist so die Idee dahinter. Ja, und darauf ganz konkret auch nochmal eingegangen. Es ist ja, hat ja auch einen, ich sag mal jetzt vorsichtig, einen gewissen wissenschaftlichen Touch auch. Unter dem Gesichtspunkt, du entwickelst nicht nur du allein, aber auch du wirst dich in einer Community befinden, das hast du auch ein Stück weit berichtet, entwickelt im Grunde auch Strecken, Wege, Parameter neu, gleicht ab, gleicht an. Wie siehst du da den Stand der Bewertung? Kleine Klammer, wenn ich suche, google nach Bewertungen von Kryptoassets, von Bitcoin insbesondere, bekomme ich keine besonders guten Informationen. Aber vielleicht kannst du was aus dem Nähkästchen eurer Entwicklungsarbeit einfach einmal erzählen. Ich kann auch gerne zu den Folien springen. Ich sehe gerade auch im Ja, Chat, gerne, ja. die Folien, also die Folien werden schon geteilt. Ja. Ich
ihr seht tatsächlich immer noch gekommen, um zu bleiben, aber ich kann jetzt gerne noch mal springen. Du hast ja Genau. gefragt nach Geh der doch aktuellen mal. Bewertung. Dann lasst uns doch direkt ins Thema springen. Also, Sich. wenn wir uns jetzt Bitcoin anschaust, du hast es eingangs erwähnt, 47% der Market Cap des Krypto-Assets macht also fast die Hälfte, ein sehr dominantes Asset, aber du hast ja auch erwähnt, da gibt es gute Gründe dafür, eben ganz nahe liegt natürlich die Netzwerke und die unterliegenden Netzwerkeffekte, also Konzentrationseffekte letztendlich. Und wenn wir uns jetzt die Bewertung anschauen, ich hatte es eingangs erwähnt, jetzt seht ihr hier auf der linken Seite Composite Valuation Indicator. Der ist in Perzentilen dargestellt und der besteht aus den 7 einzelnen Bewertungsmetriken, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Ja, der speist sich zum Beispiel aus Network Value Multiple. Das ist nichts anderes als die Idee, eine Blockchain oder ein Krypto-Asset als Netzwerk zu bewerten. Und da gibt es verschiedene Ansätze, aber das geläufigste ist dieses Mercalls'sche Gesetz. Das sagt einfach, der Wert eines Netzwerks oder der Nutzen eines Netzwerks leitet sich aus Nutzeranzahl, letztendlich der Nutzeranzahl ab. Und in dem Fall, was wir gemacht haben, ist einfach die aktiven Adressen als aktive Nutzeranzahl zu quadrieren. Und das ist das Gesetz von Mercalls. Ne? Der Nutzen steigt parabolisch an, ja, zum Quadrat, mit der Nutzeranzahl und dann den Preis in Verhältnis gesetzt. Also Preis durch die aktiven Adressen zum Quadrat. Und das dann über die Zeit gemessen, Perzentilen, ja, historisch, in welchen Perzentilen befindet sich das? Also für die, die sich damit nicht so auskennen, letztendlich Perzentile sagen einem, im 100% Perzentil ist es sozusagen die höchsten Werte, die man überhaupt beobachtet hat, während auf 0% Perzentil sind es die niedrigsten Werte, die man überhaupt bewertet hat. Und 50% ist quasi in der Mitte all dieser Beobachtung. Wenn man jetzt nach der speziellen Metrik ausgeht, dann sieht man, okay, 77% Perzentil ist also schon im oberen Drittel irgendwo, also ist schon eher überbewertet. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, es gibt nicht die einzige Metrik. Ja, die würde jetzt sagen, dass Bitcoin eher überbewertet ist, aber es gibt zum Beispiel auch hier unten, ja, IV Multiple, Intrinsic Value Multiple, leitet sich aus den marginalen Produktionskosten ab. Und es sagt wiederum, okay, es ist im 14% Perzentil, also im unteren Fünftel. Und deswegen, wie gesagt, es gibt nicht die eine Wahrheit und unser Ansatz ist eher zu schauen, was sagen denn verschiedenste Metriken aus verschiedensten Bereichen. Und darauf basierend kommen wir zum Schluss. Bitcoin ist aktuell fair bewertet. Ne? Also der Durchschnitt auf Basis all dieser verschiedensten Bewertungsmetriken, also der Durchschnitt von diesen 7 ist diese Linie hier links. Und aktuell ist es um das 50% Perzentil, also fair bewertet, kann man sagen. Und wir haben natürlich auch Episoden gehabt, speziell jetzt im November, ne, mit der FTX-Pleite letzten Jahres. Da waren wir um 20% Perzentil, also im unteren Fünftel. Da waren die Bewertungen sehr attraktiv. Natürlich gab es diese Marktbereinigung. Und auf der anderen Seite jetzt im letzten Bullenzyklus, da waren wir jetzt im Frühjahr 2021 über 80% Perzentil. Also es gibt uns doch schon ein gutes Verständnis dafür, ob jetzt Bitcoin, aber auch wir kommen auch gleich vielleicht nochmal zu Ethereum, ob irgendein Kryptoasset über- oder unterbewertet ist. Und wie gesagt, unser Ansatz ist ja, verschiedenste Metriken uns anzuschauen. Also wir können da gerne auch nochmal reinspringen. André, ich hab noch mal eine Frage dazu. Das heißt, diese Situation, dass wir jetzt, wenn wir den rechten Chart angucken, also einige große gelbe Balken haben und einige kleinere, das ist ja, das Ergebnis ist ja, dass du jetzt sagst, also Bitcoin ist im Moment fair bewertet. Ich hätte gedacht, wenn man so viele verschiedene Metriken anguckt, dann gibt es immer eine große Bandbreite. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, weil du hast ja eben dargestellt, also es gibt auch die Phase, wo dann eindeutig, ich sag mal, alle Balken groß gelb sind oder eindeutig alle Balken klein gelb, richtig? Ganz genau. Also hier kam auch gerade die Frage rein, wie gewichten wir die Subkomponenten gleichgewichtet? Weil meiner Meinung nach alles andere, man kann natürlich statistische Methoden nehmen, um verschiedenste Erklärungsbeiträge zum Preis oder so zu determinieren, aber letztendlich Ansatz gleichgewichtet. Dann ist es auch nicht willkürlich. Dann sagt man nicht, okay, das finde ich wichtiger und das ist weniger wichtig. Man sagt einfach, alle sind gleich wichtig. Und genau, die Linie hier ist gleichgewichtet aus den Parametern. Und auch wie du es schon gesagt hast, ist schon, man sieht,
tatsächlich Phasen, auch du hast gemeint, du bist im letzten Bullenmarkt dazugestoßen. Da gab es riesen Euphorie und tatsächlich auch Ende 2017, Anfang 2018 war der Markt sehr heiß gelaufen, war sehr überbewertet auf Basis dieser Metriken, ja, aus verschiedensten Sichtweisen. Man hat hier auch zum Beispiel MVRV, finde ich zum Beispiel persönlich sehr interessant. Das ist einfach der Marktwert, der aktuelle Marktwert aller Coins im Umlauf, geteilt durch den Realized Value, RV. Ja. Das ist der Wert zum Zeitpunkt der Transaktion. Ja, und dieses Verhältnis, wenn quasi der Marktwert zu sehr vom Buchwert, sage ich mal, abweicht, das ist ähnlich wie Price to Book, ja, im Aktienbereich, dann siehst du da eine Überbewertung. Ne? Und das war auch sehr, sehr, also das war auch eine Metrik, die ist jetzt hier unten, aber die war im Bullenmarkt, die war im 90% Perzentil. Also hatte sich der Marktwert sehr stark vom Buchwert abgekoppelt. Und ja, also es gibt einem schon ein gutes Gefühl dafür, ob der Markt, wie gesagt, eher fair, attraktiv oder eher teuer ist. Ja, ja, und wir können auch nochmal gucken, was das letztendlich auch für Forward-Performance ist, bedeutet. Denn das ist jetzt nicht, das gibt uns nicht nur ein Gefühl, weil man kann auf Basis dieser Composite Valuation Indicators, kann man auch zukünftige Performances, zumindest aus der Vergangenheit, irgendwo ableiten. Aber wir kommen auch gleich nochmal dazu. Vielleicht sagst du es an dieser Stelle auch, André, wenn ich mir diese verschiedenen Metriken angucke oder diesen Korb, nenne ich das jetzt mal, von Metriken, würdet ihr sagen, das ist es, das sind die besten und das ist die beste Zusammenstellung, die es gibt? Oder gibt es da in gewisser Weise Bewegung? Also ich sag mal, Bewertungsmethoden, Ansätze, die ihr vielleicht noch selber evaluiert gerade, die sozusagen im Sprung sind vielleicht rein oder auch andersrum Bewertungsansätze, wo ihr sagt, funktioniert eigentlich nicht mehr so gut. Also wie geht ihr damit um? Also es gibt verschiedenste Ansätze. Ich komme auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben hinten im Slide Deck nochmal einen anderen Ansatz, aber der speist sich nochmal aus mehr Bewertungsmetriken. Aber das sind so die gängigsten, sage ich mal, wo es auch eine gute Dispersion gibt. Ne? Also im Sinne von der Art der Methode, weil auf der einen Seite marginale Produktionskosten, auf der anderen Seite Netzwerkansatz, auf der anderen Seite wiederum Knappheitsansatz oder ein Buchwertansatz. Also wir haben versucht, verschiedenste Metriken, aber auf Basis von verschiedensten Methoden zu nehmen und die auch sehr gängig sind. Also nicht diese ganz exotischen, weil es gibt in der Community auch immer Weiterentwicklung. Dann schaut man sich noch On-Chain-Metriken an auf Basis der Haltedauer. Da guckt man, da schaut man, wie beispielsweise diese MVRV-Ratio ist, also das Verhältnis von Preis zu Buch für langfristige Investoren versus kurzfristige Investoren. Also gibt es auch ganz exotische Ansätze. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen nicht diese ganz exotischen, sondern die sehr gängigen, aber aus verschiedensten Blickwinkeln heraus. Ne? Das war so die Idee letztendlich dahinter. Ja. Carsten, ich will noch mal Aber, übergehen zu ja. dir. Ja, bitte. André, Genau, und möchtest du was ergänzen? wir können auch gerne mal auf Ethereum schauen. Es ist relativ ähnlich, ne? Ja, Auf der machen nächsten wir das Seite. gerne, ja. Da hat man auch ähnliche Bewertungsmetriken bei Bitcoin, vielleicht eins oder zwei andere noch. Aber hier zum Beispiel Price to Sales. Das kennt man auch aus dem Aktienbereich, mit Preis durch die Umsätze geteilt. Und man hat so ein ähnliches Konzept bei Coin Assets wie zum Beispiel Ethereum, nämlich man nennt es auch Price to Fee Ratio. Man teilt einfach den Preis des Assets durch die Gebühren, durch die Transaktionsgebühren. Und das gibt einem unter anderem auch ein Gefühl dafür, wie hängt der Preis mit der unterliegenden Netzwerkaktivität zusammen, weil je höher die Fees ist, also ist zumindest auch ein Anzeichen dafür, dass die Netzwerkaktivität zunimmt. Ne? In Phasen von hoher Netzwerkaktivität hat man hohe Gebühren. Das ist ganz typisch. Und dementsprechend, wenn sich das abkoppelt, ist es eher ein Zeichen dafür, dass der Preis koppelt sich von der unterliegenden Netzwerkaktivität ab. Gleichzeitig kann man auch sagen, die Fees, speziell bei Ethereum seit dem Merge im September, die sind ja auch irgendwo, wie soll ich sagen, der Reward für die Validatoren, also für die Bestätigung der Blockchain letztendlich, die Transaktionsbestätigung. Also sie speisen sich auch daraus. Und ja, von der Warte her ist es ähnlich wie im Aktienbereich.
dass man also diese fundamental, diesen Umsatz, den die Validatoren erhalten, auch als Maßstab nimmt, ja, und den im Verhältnis setzt zum Preis. Und aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, letztendlich, also wir, ähnlicher Ansatz wie bei Bitcoin, man nimmt all diese Bewertungsmaßstäbe. Und wenn ich mir die jetzt alle zusammen anschaue, da sind wir eher im 62% Perzentil. Also auch nicht unbedingt fair oder günstig bewertet, sondern eher schon Richtung moderat teuer. Aber nichtsdestotrotz, man sieht weder bei Bitcoin noch bei Ethereum, trotz dieser 80% Rallye diesen Jahr, sieht man eigentlich eine Überbewertung. Also man kann sagen, Ethereum ist auch ebenfalls relativ fair bewertet. Also sowohl Bitcoin als auch Ethereum. Deswegen insgesamt der Markt trotz der Rallye fair bewertet, aus der Sicht. Das ist, denke ich mal, für jeden, der im Asset Management unterwegs ist, auch mit der Fragestellung, inwieweit nehme ich Coin Assets, Bitcoin oder Ethereum mit in meinen Allokationen oder Selektionen auf, ein ganz entscheidender Punkt, denke ich mal. Carsten, nochmal an dich die Frage gerichtet. Ja, also diese Bewertungen sind genauso theoretische, aber eben auf anderen mathematischen Regeln fußende Bewertungen. Wie schätzt du das ein, wenn du dich mit der traditionellen Thematik der Bewertung hier auch beschäftigst, also das Sentiment und sonstige Bewertungsparameter? Und wie kannst du, wenn du in der Diskussion mit Kunden stehst von uns, ja, da auch eine entsprechende Rückmeldung und Antwort geben? Wie siehst du das aus deinem speziellen Blickwinkel? Ja, genau. Also tatsächlich in der Kundeninteraktion sind wir relativ wenig unterwegs, was Kryptoassets angeht. Also es ist ja auch überhaupt noch gar nicht im Beratungsansatz implementiert oder ähnliches. In der Frank hatte den Beratung nicht, ne? Disclaimer. Im Asset Management, genau. Im Asset Genau, Management ist es genau. natürlich, ja, klar, genau. Ja, genau. Selbst da sind wir in den Kinderfüßen, also fangen an, uns ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Aber trotzdem ist es natürlich, ich sag mal, das ist ein ganz, ganz wichtiger vorausgehender Schritt, ne? Sich dann darüber Gedanken zu machen. Wie baue ich ein Kryptoasset, wenn ich das denn machen will, in ein Portfolio ein, in eine Portfolioallokation? Also sprich strategische Asset Allocation. Wie groß sollte so ein Anteil sein? Wie wirkt eine Beimischung von Kryptoassets im Portfolio-Kontext vor dem Hintergrund der langfristig gegebenen Rendite-Risikokennziffern? Das ist das eine. Und die andere Frage ist dann natürlich, welche Strategie verfolge ich überhaupt? Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ich kann angefangen von Buy-and-Hold-Strategien. Also ich sage einfach, ich mache einen gewissen Anteil von Kryptoassets ins Portfolio, 1 bis 3%, wenn ich relativ vorsichtig anfangen möchte beispielsweise. Kaufe mir die bekanntesten Player rein, also Bitcoin, Ether vielleicht, vielleicht noch zwei, drei andere oder die Top 10 oder einen Basket oder wie auch immer und halte das einfach durch im Sinne einer strategischen Asset Allocation. Und wenn es aber darum geht zu sagen, okay, die Volatilität und die Schwankungen sind natürlich schon sehr, sehr extrem in diesem Segment. Ich möchte also auch taktische Akzente setzen. Dann ist eben die Frage, wie bekomme ich das hin, unter taktischen Gesichtspunkten hier dann eben auch zu entscheiden, mal rein oder mal rauszugehen. Und da finde ich diese Ansätze, wie André sie eben gerade vorgestellt hat, ganz, ganz spannend, weil das eigentlich beides verbindet. Also wenn ich die rechte Seite anschaue, klassische Bewertungsmetriken, die mir also eine Aussage darüber geben, wo müsste vielleicht ein theoretischer Wert nach eben dieser Metrik eines Bitcoin zurzeit gerade stehen und sind wir gerade über- oder unterbewertet, die vielleicht für sich genommen relativ statisch auch sind. Wenn ich aber so einen Korb bilde und dann links diese Kurve sehe, dann habe ich im Grunde genommen schon mal auch eine mögliche Indikation für eine taktische Asset Allocation. Also da kann man ja, André hat es eben schön gezeigt, relativ klar und deutlich auch erkennen, wo der Markt oder wo der Preis vielleicht eher am oberen Rand ist oder eher am unteren Rand. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die klassischen Tools, die man nutzen kann, die wir auch aus dem klassischen Asset Management kennen, sei es nur einfache Dinge wie eine Stop-Loss-Regelung beispielsweise, wie Momentum-Faktoren, Überkauft-Überverkauf-Indikatoren, die kann ich aus technischer Sicht, technische Analyse überhaupt, die kann ich aus charttechnischer oder markttechnischer Sicht natürlich genauso auch für die Kryptoassets berechnen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wie im klassischen Asset Management auch, dass man sich einfach eine dezidierte Strategie überlegt, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie funktionieren diese Märkte. Einflussparameter, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, sind teilweise ja vergleichbar, teilweise aber auch völlig anders. Und dass man sich dann darauf basierend einfach eine Strategie überlegt, an der man dann
die man immer wieder validieren muss, also immer wieder hinterfragen muss, ist das noch die richtige Strategie, an der man aber grundsätzlich auch festhält. Ich denke, das ist ganz wichtig, gerade in extrem schwankungsreichen, schwankungsanfälligen Märkten wie den Kryptoassets, um für sich auch, ich sag mal, diesen ganzen Noise, ja, diesen ganzen Nachrichtenfluss, der um einen herum passiert, um sich davon so ein bisschen loszulösen und an der Strategie festhalten zu können. Ja, ich Also, denke das auch, du kommt hast in. vollkommen recht. Also, Also. genau, also ich denke, Bewertungsmetriken sind auch eher für die strategische Allokation relevant bei Krypto. Also, wir sehen das auch eher so. Es ist eher über den längerfristigen Zyklus, der dauert ja üblicherweise 2 bis 3 Jahre, teilweise 4 Jahre bei Kryptoassets. Und genau, so sollte man es auch eher sehen. Also, es ist weniger ein Tool, um taktische Allokationen zu machen. Also kurzfristige Allokation, da gibt es auch andere Ansätze, auch wie du erwähnt hast, mit Sentiment hat man ähnliche, sage ich mal, Werkzeuge. Ne? Wir berechnen zum Beispiel auch einen Sentiment-Indikator für den Kryptomarkt, der besteht aus verschiedensten Derivate, Metriken wie Implied Volatility für Bitcoin-Optionen oder auch Funding Rates für Bitcoin-Futures, aber auch Themen wie On-Chain-Metriken fließen ein, Fund-Flows, alles Mögliche, letztendlich 15 Metriken, um Sentiment abzuschätzen. Und das ist auch eher ein Tool für taktische Allokation. Und ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt, jetzt rein aus Investorensicht, das ist nicht großartig verschieden wie andere Assets. Ne? Wie man es jetzt im Aktien- oder im Bondbereich gibt, ne? Da hat man so ähnliche, sage ich mal, Ansätze, ne? Mit Bewertungen strategisch eher und taktisch Sentiment und solche Geschichten. Und ja, es ist natürlich viel volatiler. Ja, aber es ist, wie du auch gesagt hast, aber letztendlich, ich sag mal, von einer reinen Investitionsperspektive unterscheiden sie sich auch nicht so großartig, da sag ich mal. Und Ich finde ganz gut, ergänzend vielleicht ein, vielleicht. Frank, kurzer Hinweis von mir, nur Nee, um ein Bild ja, mal bitte, reinzubringen, bitte. um was, glaube ich, passt von einem wirklichen Altmeister, ja, André Costolani. Viele von Ihnen oder viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen das vielleicht. Er hat die Wirtschaft und die Börse mal verglichen mit einem Hund an der Leine. Also es ist relativ klar, du gehst mit deinem Hund spazieren, gehst in eine Richtung. Also die grundsätzliche Richtung ist relativ klar, das ist der Wert, die Bewertung eines Assets. Aber der Hund, das kennen wir, der hält sich nicht an diese gerade Linie in der Regel, sondern der ist rechts, links, voraus, hinten ran, springt sozusagen um die eigentliche Linie rum, aber kommt immer wieder auf diese Linie zurück. Und ich sag mal, so hat André Costolani vor Jahrzehnten Börse und Wirtschaft dargestellt. Und in meinen Augen funktioniert das grundsätzlich hier im Bereich der Kryptoassets ähnlich. Also ich habe einen Wert, der ist relativ statisch. Ich kann ja nicht sagen, dass, also der Bitcoin an sich, die Technologie, die Blockchain, die hat einen gewissen Wert. Und die schwankt, dieser Wert, der schwankt natürlich nicht um 60, 70% innerhalb weniger Wochen oder Monate, so wie der Kurs das tut, also der Preis. Also der Preis springt immer so um diesen Wert herum. Da kann man in meinen Augen dann, oder dieses Bild passt eben ganz gut, dass man einfach einen gewissen Wert im Hinterkopf haben muss. Da gibt es auch so eine Tendenz der Mean Reversion. Also der Kurs wird immer wieder zu diesem Wert zurückkehren, kann zwischenzeitlich aber eben auch doch noch mal relativ deutlich abweichen. Ich glaube, das ist ein Bild, was ganz gut passt. Ja, ich finde das eine Also. super, super Metapher. Und es gibt ja auch den Spruch, glaube ich, von Warren Buffett oder was, ne? Also Price is what you pay, Value is what you get. Und in dem Kontext auch vielleicht eine sehr interessante Überleitung zum allseits bekannten oder berüchtigten Stock-to-Flow-Modell. Ne? Und das ist genau, was du gesagt hast mit der Hund an der Leine. Nämlich, also es gibt ein Kointegrationsverhältnis, das ist gerade dieses Hund an der Leine-Verhältnis zwischen dem Bitcoin-Preis und der sogenannten Stock-to-Flow-Ratio, das ist letztendlich das Angebot an Bitcoins, was im Umlauf ist, geteilt durch die jährliche Produktionsrate. Das ist letztendlich ein Konzept aus dem Rohstoffbereich, was auf Bitcoin angewandt wurde. Das ist speziell bei Gold. Bei Gold ist es so, das, was alles über der Erde ist, also globale Angebot an Gold letztendlich geteilt durch die Produktionsrate, beträgt ja Pi mal Daumen, glaube ich, 58 Jahre. Zumindest das war die Zahl, die ich zuletzt gesehen habe. Also man braucht 58 Jahre Anlauf in der Produktion, um das aktuelle Goldangebot zu replizieren. Das ist relativ lang. Das ist auch ein Maß für Knappheit. Also je höher dieses Verhältnis, umso knapper ist ein Rohstoff, ja, in dem Sinne. Und man vergleicht ja auch Bitcoin oft zu einem Rohstoff, speziell zu digitalem Gold. Ne? Und da gibt es auch dieses
auch diese Methode nennt man Stock-to-Flow-Ratio. Man teilt den Umlauf an Bitcoins durch die jährliche Produktionsrate und man kommt tatsächlich aktuell auch auf 60 Jahre. Sogar ein bisschen knapper als Gold. Und wir wissen, also auf Basis des Algorithmus, der vorsieht, dass wir Halbierung der Produktionsrate haben, alle 4 Jahre ungefähr, alle 210.000 Blöcke, und diese Blöcke werden alle 10 Minuten ungefähr verifiziert. Also wir wissen, wir haben laut Algorithmus diese Halbierung der Produktionsrate, und es sind diese Sprünge hier in dem Verhältnis. Wenn wir steigen von 60 Jahren dann auf 124, 125 Jahre knapp, 2024 im April also nächstes Jahr, genauer gesagt, glaube ich, 365 Tage von heute ab gemessen ist die nächste Halbierung. Und dann die nächste 2028, 2032 und so weiter. Und man sieht zumindest in der Vergangenheit, gab es dieses Kointegrationsverhältnis, also langfristige Verhältnis zwischen dem Preis und dieser Stock-to-Flow-Ratio, also ein Knappheitsverhältnis, und das ist, wie du gesagt hast, der Hund an der Leine, ne? Also der Preis kann von diesem fundamentalen Wert, von dem Gleichgewichtswert, sag ich mal, stark abweichen, ne? Und wir haben das auch als Bewertungsmetrik unter anderem in dem anderen Chart eingebaut. Also es weicht auch sehr stark ab. Aber es kann auch unterschießen, ne? Und das zeigt dir auch Phasen an von Überbewertung, und es zeigt dir dann halt auch wiederum Phasen an von Unterbewertung. Und dieses Über- und Unterschießen, und das hast du super beschrieben mit dem Hündchen an der Leine-Metapher. Und die Stock-to-Flow-Ratio, also dieses Verhältnis, ist letztendlich das Härchen. Das gibt die Richtung vor. Ja, der fundamentale Wert, das Gleichgewicht. Und das Hündchen ist letztendlich der Preis. Ja, die Leine wird mal länger, die wird aber auch mal wieder kürzer, also je nachdem, wo das Härchen auch hingeht. Und so muss man sich das auch vorstellen. Es ist kein exaktes Prognosetool, aber es ist dennoch, zeigt es sehr gut Phasen von Über- oder Unterbewertung an. Und man sieht es auch hier im unteren Panel, dass tatsächlich also Unterschießen vom Preis zu dieser Ratio waren auch indikativ für Outperformance von Bitcoin in den nächsten 12 Monaten. Also diese schwarze Linie ist die modellimplizierte Performance auf Basis dieser Abweichung. Stark unterschießen heißt hohe modellimplizierte Performance und umgekehrt. Und die gelbe Linie hier unten ist die 12-Month-Forward-Performance, also die danach in 12 Monaten beobachtete Performance. Und wir hatten jetzt ein starkes Unterschießen, auch gerade wegen dieser FTX-Pleite und so weiter, wegen dem Bärenmarkt. Und dann ist die modellimplizierte Performance hat sich auch super stark angestiegen. Und Anfang des Jahres hatten wir auch auf Basis zumindest dieses Modells prognostiziert, dass wir Ende des Jahres 43.000 sehen. Das ist nur ein Ansatz, ne? Also ich sage immer, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich, ne? Weil es ist letztendlich, die Realität ist komplex und Modelle sind eine Simplifikation der Realität. Aber genau, das nur so als Gefühl, und deswegen super Metapher auch von dir, Carsten, mit dem Hündchen alleine, und das ist genau so ein Ansatz, ne? Entscheidend ist vielleicht nochmal die Frage auch von unseren Zuhörern. Jemand versucht nochmal die Einordnung so ein Stück weit herauszukitzeln bei euch, also bei dir insbesondere auch, André. Es gibt die diversen Metriken. Du hast begonnen mit der Bitcoin Valuation, du hast jetzt Dr. Flow noch dazu genommen und letztendlich auch eine Narrativ oder eine Metapher. Versucht doch nochmal so einen Eindruck darüber zu geben, wie ordnet man es ein? Gibt es einen Weg in Richtung eines Scoringsverfahrens, wo ich sage mal feste Parameter, ich bin ein offensiverer Investor, ja, ich habe Rahmenbedingungen, die sind etwas einfacher, ich habe also keine Stiftung, ja, wo ich jetzt unbedingt auf Kapitalerhalt achten muss, ich kann Schwankungen aushalten, aber trotzdem möchte ich natürlich nicht Harakiri gehen, sondern möchte ein gutes, fundamental bewertetes Depot managen, jetzt mal nur Coin Assets als Teilallokation innerhalb eines Portfolios. Siehst du da eine Möglichkeit herauszukristallisieren, nehmen wir es mal, echtes Scoring-Verfahren? Also ein Scoring-Verfahren habe ich ja so ungefähr vorgeschlagen, aber das bezieht sich natürlich erstmal Erste nur auf Seite? Kryptoassets, ne? Erste Ja, Seite, ne? klar, Und natürlich. Und da soll, genau. ich denk mal, im Portfolio-Kontext kann man das rein statistisch analysieren.
Na, wie verhält es sich im Kontext von Return, Vola und so weiter, na, Bitcoin zu anderen Assets? Und da gibt es ja etliche Studien dazu, die suggerieren letztendlich eine Allokation von 1% in einem Multi-Asset-Portfolio, das auch Aktien, Anleihen, Rohstoffe enthält, das erhöht eher die Sharpe-Ratio, also erhöht sogar die risikoadjustierte Rendite von einem Multi-Asset-Portfolio, ist also bringt effizientere Portfolios, wie man so schön sagt, ne? Und gleichzeitig auch nur eine minimale oder marginale Erhöhung der Drawdowns, was auch interessant ist. Weil man hat zwar oft gelesen in letzter Zeit, Bitcoin korreliert sehr viel mit Aktien oder korreliert sehr viel allgemein Risky Assets. Es ist auch ein Risky Asset, es ist volatil. Aber über die Zeit hat man auch gesehen, also speziell seit 2011, ist die Volatilität strukturell rausgegangen und der Charakter verändert sich. Ne? Wir hatten vielleicht damals in der Zeit, wo die Knappheit noch nicht so hoch war, wo wir auch sehr hohe Volatilität hatten, hatten wir eher ein super riskantes Asset, sehr hohe Volatilität. Aber der Charakter verändert sich mit zunehmender Knappheit. Es ist auch unsere Sicht, dass Bitcoin immer weniger risky Asset wird und immer mehr safe Asset. Zuletzt haben wir zum Beispiel einen Anstieg der Korrelation gesehen zu Gold. Das ist jetzt die höchste Korrelation seit längerer Zeit. Ich glaube, im 30-Tage-Kontext über 0,5 Korrelation zu Gold von Bitcoin aktuell. Und ja, also mit Kommt also. struktureller Zunahme der Knappheit wird es wahrscheinlich auch immer mehr der Fall sein, dass es eher sich von einem Risky Asset über die Zeit hin zu einem Safe Asset entwickeln wird. Ja. Wie ist es im Bereich der Coin Assets, der Altcoins, die eben zu wesentlichen Teilen durchaus, also zumindest in den größeren Coin Assets, bereits Geschäftsmodelle unterliegen? Das beste Beispiel ist ja Ethereum mit dem, was die Foundation tut, beziehungsweise was die Plattform und die Blockchain anbietet. Da gibt es ja im Grunde auch messbare Größen. Ja? Es gibt Smart Contracts in der Menge X. Dafür gibt es gerechnete Kosten, und das sind Kennzahlen, die wir in die allgemeine Analyse mit einbeziehen können. Es ist die ausgeprägt fundamentale. Wir haben nur auf der Regulationsseite eben natürlich noch sehr viele offene Punkte. Aber wie seht ihr das aus eurem Blickwinkel, wenn es darum geht, solche Coins zu bewerten, jetzt mal weg von Bitcoin hin zu Ethereum oder Cardano, Solana etc.? Gibt es da Ansätze? Ich glaube, da kam auch eine interessante Frage zu dem Thema, ne? Also man hat ja Ja. Layer 1 Tokens, das heißt Kryptoassets, die eine eigene Blockchain haben, Layer 2 Tokens, die eher darauf aufbauen. Ne? Und da kam eine sehr gute Frage von jetzt von Sascha Hoffmann, auch von Hauck & Aufhäuser. Schöne Grüße übrigens. Und ja, also es ist schon eine Herausforderung, weil zum Beispiel Tokens wie Arbitrum ganz berüchtigt und berühmt gerade geworden, weil die Transaktionsvolumina auf diesem sogenannten Layer 2 Token, der auf Ethereum basiert und der eigentlich die Skalierbarkeit von Ethereum zum Ziel hat, also die zu erhöhen, da ist das Transaktionsvolumen nochmal deutlich angestiegen, teilweise sogar das von Ethereum, weil einfach viele Developer, also Entwickler auf der Ethereum-Blockchain, die haben immer noch mit den hohen Transaktionsgebühren zu kämpfen. Die liegen im Schnitt aktuell bei $5 pro Transaktion. Und das ist halt, wenn man vor allem viele Smart Contracts betreibt, dadurch auch viele Transaktionen macht, ist das eher unökonomisch. Ja? Und deswegen wird auch viel substituiert in diese Layer 2 Tokens. Und man müsste eigentlich, und darauf zielt wahrscheinlich auch die Frage ab und das ist die Herausforderung, man müsste eigentlich diese Layer 2 Tokens, speziell im Falle von Ethereum, auch nochmal einbeziehen. Ne? Was haben die an Fee-Strukturen? Man könnte das schon aggregieren. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Price to Fee nicht nur von Ethereum, aber Price to Sales Ratio in dem Sinne auch mit Arbitrum zusammen. Ne? Dass man auch das mit einbezieht und so weiter. Ne? Aber Ja, dazu eine ganz wesentliche Frage. Hat man Zugriff auf Zahlen? Kann man das sehen? Kann man das sozusagen messen? Diese Größenordnung, Layer 1, Layer 2, kann man das nachvollziehen? absolut. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass ja Blockchains an sich sehr transparent sind, man kann ja jede Transaktion nachverfolgen. Genau. Es, man sagt ja semi-anonym. Es ist in dem Sinne halb anonym, weil man weiß ja nicht, wer dahinter steckt. Man kann zwar alles sehen, jede Transaktion von A nach B. Und man kann auch die Salden sehen, wenn man weiß, wie viel hält, aber man weiß ja nicht, wer dahinter steckt. Es gibt natürlich Firmen, auch aus regulatorischen Gründen, also AML und solchen Gesichtspunkten,
Die haben damit angefangen, Adressen zu taggen. Das heißt, die machen zum Beispiel nichts anderes als, das ist jetzt die Ukraine Funding Address oder so, ja, die Geld als Spenden erhält. Oder das ist die Mt. Gox Adresse von der alten Börse, die pleite gegangen ist oder wie auch immer. Also, Wobei, das gibt's entschuldige, auch. wobei es ja gar nicht so wichtig ist zu sehen, wer es ist, sondern was wird dort getan, in Ja. welchem Umfang und in Genau. welchem Verhältnis zu Aufwand und Kosten. Das ist die ganz Ja. rationale, fundamentale, Aber du betriebswirtschaftliche hast gefragt nach Bewertung. den Daten. Also es gibt mittlerweile richtig viele Anbieter. Also da gibt es einen Anbieter aus Korea, CryptoQuant. Es gibt hier aus Deutschland relativ viele Anbieter, also Glassnode und auch Nansen. Die machen nichts anderes als diese Blockchain-Daten, die erstmal Rohdaten darstellen. Ne? Und diese dann zu kategorisieren. Die sagen dann zum Beispiel, okay, Haltefrist von über 155 Tagen, das ist ein langfristiger Investor. Haltefrist von unter 155 Tagen, das ist ein kurzfristiger Investor. Sie beziehen verschiedenste Arten von Charakteristika mit ein und können dann Klassifizierung anstellen. Was ist der Buchwert von der Transaktion? Das machen die alles. Ne? Das machen die für einen. Man muss die natürlich bezahlen. Aber man kann es natürlich auch selbst machen, weil man hat die Rohdaten. Aber genau, es gibt spezialisierte Firmen, die stellen einem diese Daten bereit, so wie eine Art Bloomberg-Terminal, kann sich die runterladen und analysieren letztendlich. Und wir machen das ja auch. Wir nutzen Coinmetrics, wir nutzen Glassnode und andere. Und es ist schon sehr spezialisiert und auch schon sehr fortgeschritten. Okay. Carsten, wenn du das mal aus der Brille des klassischen Volkswirtes in dem Fall, aber du bist immer wieder auch mit dem Asset Management ja über Jahre auch vertraut gewesen. Und wenn du das siehst, kannst du dazu nochmal ein kurzes Statement geben? Qualität der Daten, Umsetzung und Nutzung dieser Daten, um letztendlich auch eine Aussage wirklich treffen zu können. Ja, ich glaube, da steht die Asset Management Branche noch relativ deutlich am Anfang. Also zumindest in Europa und vermutlich auch in den USA. Da gibt es ganz andere Entwicklungen in Asien beispielsweise, wo, das hatten wir beim letzten Crypto-Talk schon mal gezeigt, wo auch eine Asset Allocation ganz anders aussieht. Also wo mittlerweile Crypto-Assets einfach schon dazugehören in eine normale Standard strategische Asset Allocation zu einem nennenswerten Beitrag. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum hier das Thema Kryptoassets in der Asset Allocation sich in Anführungsstrichen noch ein bisschen schwer tut, weil das natürlich einfach ein völlig neues Umfeld ist und wirklich auch eine völlig neue Anlageklasse, wo andere Einflussparameter eine Rolle spielen. Wir haben eben schon mal gehört, wir haben im letzten Jahr einen sehr, sehr hohen Gleichlauf gehabt mit Technologie-Assets oder also mit Technologieaktien in diesem Fall. Ich würde das sogar noch ein bisschen weiterfassen. Ich würde sagen, das war kein Gleichlauf mit Technologieaktien nur, sondern mit sämtlichen liquiden Assets. Und was letztes Jahr stattgefunden hat, ist eben dieser Zinsregimewechsel. Also wir haben nach 40 Jahren fallender Zinsen, 4, 5 Jahren Null- und Negativzinsen einen drastischen Zinsanstieg gesehen. Und deshalb bedeutet, dass wir eine Umwertung in sämtlichen liquiden Assetklassen im letzten Jahr gesehen haben. Die illiquiden Assetklassen, die folgen jetzt. Und dass er diesen hohen Gleichlauf von Kryptoassets und klassischen Assets in meinen Augen produziert. Ich finde ganz spannend einen Aspekt, den André eben ganz kurz mal angerissen hat. Das würde ich ganz gerne auch noch mal kurz anhand eines Charts zeigen. Das ist dieser hier, nämlich der Gleichlauf von Gold und von Bitcoin in diesem Fall, einfach nur als Proxy für sämtliche Kryptoassets. Da kann man sehen, hier 2022 dieser Absturz. Also die dunkelblaue Linie hier ist Bitcoin, die türkise Linie ist Gold. 2022 ist auch Gold abgestürzt, unter anderem, weil der Dollar so fest war, wie wir es gesehen haben. Aber wir haben eben seit Oktober letzten Jahres, wo allgemein risky Assets wieder nach oben gelaufen sind, also auch Aktien, ist Gold angefangen zu steigen und Bitcoin dann seit Anfang diesen Jahres. In Klammern Bitcoin ist noch die FTX-Pleite dazwischen gekommen oder den Kryptoassets allgemein im November. Und das heißt, ein gewisser Gleichlauf war da. Und was ich bemerkenswert finde, ist vor allen Dingen die Kursbewegung, die wir sowohl beim Bitcoin hier sehen können ab März, ab Anfang Mitte März, als auch beim Gold ab Anfang Mitte März, wo es nach oben gegangen ist. Das war nämlich die Phase, wo es an den Aktienmärkten erstmal deutlich geruckelt hat, weil das war das Bankenbeben, was wir erlebt haben im März, das deutlich negative Auswirkungen auf die Aktienseite hatte, weil ja die Befürchtung war, es gibt möglicherweise eine größere Finanzkrise. Und ausgerechnet in diesem Zeitpunkt sind sowohl Gold als auch Bitcoin nochmal nach oben durchgestartet. Und das ist in meinen Augen dann durchaus ein verändertes Charakteristikum,
Wir hatten das Wort eben schon ein paar Mal genannt. Ich glaube, zumindest in dieser Phase, seit Anfang Mitte März, seit dem Bankenbeben und auch in der Phase, wie wir sie zurzeit noch haben, werden Gold und auch Bitcoin offensichtlich von zumindest wieder mehr Anlegerinnen und Anleger als Store of Value angesehen, als Rückzugsort in wirklich Phasen, wo Stress gibt im Finanzsystem. Und das zeigt ganz gut, finde ich, dass die Einflussparameter, die wesentlichen Treiber des Kurses durchaus auch wechseln können und dass viel, was wir im letzten Jahr anzweifeln konnten, sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin, nämlich wenn wir uns diese Kursbewegung ansehen, wo war das ein Store of Value? In keinster Weise im letzten Jahr. Aber dass diese Ansicht jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse und dieses Stresses im Finanzsystem, den wir haben, offensichtlich zurückkommt. Und das sind alles so Wirkungszusammenhänge, die ja, mit denen muss man als Asset Manager erstmal vertraut werden und versuchen, das einwerten zu können. Da ist, glaube ich, die Branche gerade voll dabei. Ja, ich finde auch Bevor ich super interessant. Ja, Frank, second. André, bevor ich dir auch nochmal die Gelegenheit geben möchte, ein Stück weit zu schildern, was ihr tut in eurer Firma bei Deutsche Digital Assets, nochmal die Frage zur Chartanalyse. Wir haben jetzt im Grunde hier jetzt mal diesen Chart gesehen, aber wir haben auch Martin Utschneider bei uns im Haus, der immer wieder auch in unseren Märkte mit Mumm und Mut Calls, das sind Market Calls, versucht einzubeziehen, natürlich Bitcoin und diese entsprechenden Werte auch charttechnisch einzuwerten. Wie siehst du das aus deinem Erfahrungsschatz? Also ich denke, man kann viel aus Mustern ableiten, wahrscheinlich auch saisonale Muster. Wir werden heute auch ein Piece dazu veröffentlichen, nebenbei erwähnt zu Bitcoin und Saisonalität. Also trotz dessen, dass ja Bitcoin 24/7, 365 handelt, wie man so schön sagt, also wirklich jederzeit handelt, erkennt man saisonale Muster, also wiederkehrende Muster, und die hängen auch mit der menschlichen Routine letztendlich zusammen. Weil was wir festgestellt haben, ist tatsächlich, es gibt ja diesen Spruch, sell in May and go away, jetzt haben wir bald Mai. Und da gibt es ja diese alte Wall Street Weisheit, sell in May and go away, but remember to come back in September. Und was letztendlich sagt, ist, diese Sommermonate sind eher eine Flaute. Und wir haben das tatsächlich auch bei Bitcoin festgestellt. Wir haben die ganze Historie, die verfügbar ist, ausgewertet. Und tatsächlich ab Juni. Also Mai ist noch ein sehr guter Monat, hat überdurchschnittliche Performances in der Vergangenheit. Juni, Juli, August, September hat unterdurchschnittliche Performances. Also es gibt da auch Evidenz für so eine Sommerflaute. Und das Gleiche haben wir jetzt zum Beispiel auch für Wochentage analysiert. Montag, Dienstag, Mittwoch überdurchschnittlich. Wochenenden unterdurchschnittliche Performance für Bitcoin. Ja. Also es zeigt sich doch die menschliche Routine, und auch bei Handelszeiten Tokio eher Flaute und London, New York überdurchschnittliche Renditen. Also über Nacht eher, sage ich mal, für uns, wo ja London, New York und USA die Haupthandelsplätze sind, auch für Kryptoassets. Ja. Interessante Sichtweise. Denke ich auch, dass Chartanalyse ist ja auch so eine Art Musteranalyse, durchaus einen Platz hat. Ja. So. Ja, okay. Also noch ein, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Es schauen viele Leute auf Chartanalysen oder zumindest was die Unterstützung ihrer Entscheidungen betrifft, eben auch versuchen, kurzfristig einzuordnen, wie verhält sich das im Moment? Sind die Parameter, die ich mir ausgemacht habe, jetzt eben auch wirklich untermauert durch eine gewisse Chartanalyse? André, ich möchte die Gelegenheit geben, einfach mal zu zwei, drei Produkten auch oder Lösungen. Das ist ja kein Produktcall hier, aber dennoch mal schlägt sich ja auch nieder deine Leistung, die du heute hier schilderst im Sinne von Analyse und Research in auch entsprechenden Lösungen, die auch euer Haus zeigt. Und nochmal, das sind hier keine Kaufempfehlungen, aber ich möchte anhand dessen einfach mal doch auf oder dir die Gelegenheit aufzuzeigen geben, wie verhält sich das dein Research im Verhältnis zu den Lösungen, die ihr gestaltet. Genau, also wir verstehen uns so, sage ich mal, als One-Stop-Shop für Kryptoassets. Ja, also alles, was mit Digital Assets und speziell Kryptoassets zu tun hat, bieten wir letztendlich auch eine Lösung an oder streben an, eine Lösung anzubieten. Erste Säule unserer Produkte sind letztendlich Exchange-Traded Products, ETPs,
auf Single-Asset-Kryptos wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum. Also wir haben Bitcoin-ETP, den kann man an der Xetra-Handel, auch Ethereum-ETP. Das bieten wir an. Zweite Säule ist, dass wir Indexfonds haben, Malta-Fonds, wie zum Beispiel ein Top 20 Produkt. Der investiert in die Top 20 Kryptoassets nach Marktkapitalisierung. Also das ist die zweite Säule, dass wir auch diversifizierte Indexfonds anbieten. Wir planen aber auch in dem Kontext auch nochmal auf der ETP-Seite auch nochmal einen marktkapitalisierten Index oder Basket anzubieten, aber als ETP, das ist einfach auch zugänglicher für die meisten Investoren, weil es einfach nicht diese Investitionslimits gibt wie bei einem Malta-Fonds von mindestens 100.000 Dollar. Und was wir noch haben als dritte Säule sind letztendlich aktive Kryptoasset-Strategien, also Alpha-Strategien, Absolute Return-Strategien und Smart Beta-Strategien, die eher versuchen, auch durch Long Shorts, also marktneutrale Strategien, den risikoadjustierten Return zu maximieren. Ne? Also da machen die Kollegen wirklich einen super Job. Wir haben französische Kollegen, die sitzen in Paris, die haben sich komplett darauf spezialisiert, machen das schon über mehrere Jahre, haben auch einen sehr guten Track Record seit über 4 Jahren. Und ja, die maximieren nichts anderes als Sharpe Ratios, aber nur basierend auf Kryptoassets. Und haben wirklich sehr gute Ergebnisse. Und was wir vielleicht noch als vierte Säule haben, aber das ist auch Teil der ETC-Säule, wir bieten sogenanntes White Labeling an. Das heißt, wenn eine Institution selber ETPs emittieren möchte und deren Stempel drauf machen wir, deren Firmennamen drauf machen möchte, dann kommen die zu uns. Wir bieten die ganze Infrastruktur an und letztendlich das ganze Backbone, sage ich mal. Und die können dann quasi auch mit ihrem eigenen Firmenstempel ein ETP emittieren. Und das sind so quasi die Säulen. Und wir haben als, glaube ich, eine der wenigen Institutionen laut Wertpapierinstitutsgesetz dürfen wir auch Finanzberatung im Bereich Kryptoassets anbieten in Deutschland. Also das ist, glaube ich, auch Novum. Wir sind so eines der wenigen Institutionen, die es machen dürfen. Genau, und das ist letztendlich so die Produktpalette. Ja, also eben nochmal vielen Dank auch dafür. Ich denke, mal entscheiden, welche Handschrift trägt jemand. Und wenn jemand interessiert ist, wird er sich das genauer anschauen. Und aus unserem Blickwinkel gilt es eben immer wieder zu unterstreichen, keine Empfehlung, einfach nur Austausch von Wissen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, eben immer wieder auch zu erwähnen. Mit Blick auf die Zeit, wir haben unser Zeitfenster von 9 bis 10 Uhr gewählt, ganz bewusst, um nicht zu lang zu werden. Wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Talk sein, möchte ich einfach mal sagen. Gerade unter dem Gesichtspunkt von Bewertungen und Einwertungen. Es gibt noch unterschiedliche Fragen, die auch daraufhin abzielen, wie kann ich es kombinieren oder wie kann ich es auch optimalisieren, mit bestimmten mit bestimmten Bewertungsparametern umzugehen. Ich denke, dass wir immer weiterkommen in diesen Bewertungskriterien, um dann eben auch noch bessere Aussagen treffen zu können und nicht nur zu sagen, ich gehe ins Risiko, mir ist bewusst X und Y, mir sind Schwankungen bewusst, mir sind auch unterschiedliche Parameter bewusst. Wir haben eine Reihe von Asset Managern, die sehr offen sind und sehr interessiert sind an diesem Thema. Und wenn von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die unsere Zuhörer sind, Interesse besteht, kommen Sie wirklich gerne auf uns zu den Krypto-Talks, die an unterschiedlichen Themen bisher gelaufen sind. Das war heute der 13. Wirklich Bewertung. Gibt es viele Kontaktpartner, die wir an unserer Seite haben, wo wir auch sehr gerne weiterempfehlen oder auch Kontakte herstellen. Das nur mal auch an diesem an diesem Ende dieser Veranstaltung, die, ich denke, eine Herausforderung ist, sowohl für uns, die wir in der Tiefe, Carsten Mumm und meine Person, noch nicht drin sind. Danke, André, dass du dabei warst und diesen Abriss in kurzen Beispielen benannt hast. Da steckt viel mehr dahinter, gegeben hast. Danke, Carsten, an dieser Stelle auch für deinen Input dazu. Und wir hoffen sehr, dass wir Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch einen Eindruck haben geben können und nicht nur einen Eindruck, sondern auch fundamental ein Stück weit aufzeigen können, dass es nicht nur nach Gefühl Investitionen gibt, sondern insbesondere wirklich sehr ja, rational mathematisch erarbeitete Lösungen gibt, die
aufschlussreich sind und auch Argumentarium für das Engagement in Kryptoassets erlauben. Und so gesehen ist es bei uns immer Ihnen für all das, was Sie vor Ort bei Ihrem Kunden im Asset Management umzusetzen haben und umsetzen möchten, möglicherweise auch Coin Assets in die Asset Allocation mit einzubeziehen, ein gutes Händchen zu wünschen, aber nicht nur das, sondern eben auch die entsprechenden rationalen Entscheidungsmöglichkeiten auch zu unterlegen mit entsprechenden Daten und Fakten. Wir werden uns wiederhören am 26.05. Dort wird der nächste Krypto-Talk stattfinden und wir werden zu Gast haben, aller Voraussicht nach, den Roman Rehr von der Bitcoin-König in Deutschland, würde ich fast sagen, aber wir haben in Roman Rehr, den Blockchainer, der doch sehr, sehr viel für diese Szene getan hat und, glaube ich, auch immer noch tut. Wir freuen uns sehr auf diesen Austausch. Der wird nicht so sehr fundamental, mathematisch und rational, vielleicht eher etwas emotional auch. Das entspricht ein Stück weit seinem Charisma. Aber wir arbeiten eben auch an vielen Parametern, die zeigen, dass es Sinn macht, sich in Bitcoin zu positionieren. Sie sind alleine Bitcoiner und ich freue mich sehr auf diesen Austausch. Wir wünschen Ihnen bei allem, was ansteht, alles erdenklich Gute. Dir, André, in deiner Firma und Umsetzung, bei den Lösungen und Produkten, insbesondere in deiner Research-Aufgabe. Und verbleiben bis zum nächsten Talk am 26.05. Auf Wiederhören. Ja. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.